Hallo liebe Damen und Herren, hier ist wieder euer Yoshi! Ah! Oh Gott! Ah! Nein, Spaß, ich bin's natürlich, der Meinhard. Und ich bin hier in der offiziellen Premium-Beta-Testing von Skyclash. Es ist seit gestern in der Beta-Testing-Haus und ich würde sagen, ich gebe euch ein paar erste Einblicke. Auf jeden Fall geht es darum, dass man durch Spielen Playpoints sammelt und wenn man 12 von 12 hat, werden die wieder zu 0 reset und man bekommt ein Cardpack. Cardpacks kann man hier bei der Hexe öffnen, dann bekommt man Karten. Die haben dann bestimmte verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel habe ich hier die Klasse Cleric genommen. Das ist so eine Heiler-Klasse und ich habe mir die Karten ausgesucht, Damage Potion, dass ich eine Chance habe, eine höhere Chance in Truhen Damage Potions zu halten. Alchemie, dass meine Tränke stärker werden bzw. länger anhalten, das dann halt in Verbindung mit den Damage Potions, habe ich mit Absicht so ausgesucht, oh, ich bin so clever. Und dann habe ich natürlich noch Nutritious, wo ich gerade gar nicht weiß, was das kann, deshalb können wir mal nachschauen. Ja, 60% mehr regenerierten goldener Apfel. Das ist natürlich dann auch Healing Kit, ne? Versteht sich gut. Und genau, da hat man halt verschiedene Klassen, die man sich hier dann unter verschiedenen Karten abspeichern kann. Ich kann jederzeit so eine Karte beändern und das Kit ändern. Change Kit, dann kommen hier, blablabla, die ganzen Kits, kann ich wieder zurückgehen und so weiter. Das ist richtig, richtig cool gemacht, muss ich sagen. Aber manchmal leckt das ein bisschen. Wie gerade eben. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch gleich schon mal rein. Rein in eine Runde, meine ich natürlich. Und wir könnten Cleric spielen. Frost Knight mag ich auch sehr gern. Wir spielen jetzt zuerst mal das Cleric-Kit. Ich kann euch das hier alles ein bisschen zeigen. Und ich würde heute gern mit euch darüber reden, warum in letzter Zeit so wenig... Okay, lassen wir das. Gar keine Videos kamen, sind wir mal ganz ehrlich. Es kam überhaupt nichts. Jetzt schon seit, ich glaube, 1-2 Wochen. Ich hatte ja die Gamescom-Videos noch gemacht und, ja, woran liegt das? Dieser elende Hurensohn! Neue Runde, neues Glück. Wir spielen jetzt mal das Frost Knight Kit. Ich habe gar nicht das Cleric Kit erklären können. Ja gut, nee, nehmen wir nochmal das Cleric Kit. Ich konnte es ja gar nicht erklären. Aber wie man sieht, man startet schon mit Goldapfel, Heilpotion und so. Und, aber man hat gar keine Rüstung. Die muss man sich halt noch holen und Blöcke muss man sich auch noch holen. Das ist bei dem Kit der Nachteil. Alle haben so Positives und Negatives. Und das Cleric Kit hat zum Vorteil, dass alle 5 Sekunden sich um ein Herz, ja, um ein Herz heilt. Das ist nicht viel, aber wenn man bedenkt, alle 5 Sekunden, wenn man dann einen Kampf so irgendwie 20 Sekunden rauszögert, um dann wieder reinzugehen und den die ganze Zeit mit Schnäbeln abspammt oder mit Bogen, damit er ein bisschen abgelenkt ist. Ja, gerade bei Bogen. Wenn man im Fernkampf ist, ist man sowieso als Cleric im Vorteil. Auf jeden Fall, wenn man dann ein bisschen rauszögert, regeneriert man wieder viele Herzen und das ist halt derbe useful. Und den habe ich gerade zweimal getroffen. Trotzdem nehme ich mal einen Golden Apple, weil ich bin nicht so gut an Rüstung gerade dran und auch im Nahkampf eigentlich nicht so viel. Wir haben Fireball gefunden. Hier gibt es halt so Special Items. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der funktioniert. Bam! Direkt ein Feuerball dagegen. Oh fuck, guck mal, jetzt wird er schon... Jetzt geht er schon auf Bogen. Der hat nur 6 HP. 4. 1. Und da ist er down. Nice. Gut. Genau, und so funktioniert dann das Cleric Kit. Ich habe mich schon wieder voll gehalten. Naja, ich bin schon wieder voll. Das ist so krank. Oh. Wow. Okay, dass wir das überlebt haben. Okay, ich werfe den Trank erstmal schön nach unten. Okay, jetzt müssen wir den racken. Wie ihr seht, ich regeneriere jetzt schon wieder langsam Leben. Ich bin jetzt schon wieder bei, was bin ich, 5 Herzen? Guck mal, ich zöger den Kampf so richtig behindert raus mit dem Bogen und fuck ihn total ab. Oh, ich will fast runter. Oh, oh, gerade wieder ein Herz regeneriert und den Kill bekommen. Habt ihr es gesehen? Ich war bei 2 Herzen gerade eben noch. Und jetzt mache ich hier schon wieder einen Kill. Es ist unglaublich, dieses Kit. Komm, geh mal ins Void. Oder nimm den von hinten. Oh, fuck. Oh, okay, ich habe ihn im Void. Nee, habe ich nicht. Den muss ich jetzt noch ins Void bekommen. Ich regeneriere schon wieder. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh fuck, jetzt kommt er von der Seite. Mann, geht auf... Oh nö, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier sind wir ein bisschen sicherer und... Nice. Enderperle. Wie ich es mir gedacht habe, hier ist noch richtig geiler Stuff. Ich trick sie voll aus.
der schon noch bei fast 10, fast 5 Herzen, oder? Er hat halt die gute Rüstung. Die gute Rüstung ist sein Vorteil. Oh nein! Oh Leute! Ah, shit. Haha, okay, wow. Thanks. Der Hurensohn. Dieser elende Hurensohn! Okay, genug mit den Mario-Memes. Wir machen jetzt weiter und spielen das Frost Knight Kit diesmal. Der Frost Knight bekommt immer Speed 2 für 2 Sekunden, wenn er jemanden mit einem Schneeball trifft, egal welchen Spieler. Und das hört sich erstmal gar nicht so stark an, aber im Prinzip trefft ihr nicht nur mit den Schneebällen, wodurch er anfällig für eine Combo ist, sondern ihr kriegt auch noch Speed 2, wodurch die Combo, ja, eigentlich erst recht machbar wird. Außerdem habe ich auf diesem Kit, hoppala, eine Karte genommen, dass ich am Anfang... Boah, wie viel Damage drückt der denn? Fireball? Okay, hat ja gut geklappt. Ich muss ganz schnell hier weg. Okay, jetzt wird mich gleich einer abschrauben. Fuck! Oh! Okay, diese Karte war so nützlich. Ihr wisst ja gar nicht, aber ich habe am Anfang... Ich habe die Karte erwähnt, dass ich am Anfang Speed bekomme. Speed 1 für 40 Sekunden. Okay, da habe ich gerade einen Speed-Effekt. Ah, fuck, der kriegt mich jetzt. Pass mal auf. Oh! Oh! Oh mein fucking Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh mein fucking Gott! Holy shit, der will mich runterficken. Aber der ist kein Frost Knight, der bekommt keinen Speed-Effekt. What? Lol, der ist runter? Eid. Und ist gefallen. Fight? Oder was wollte er schreiben? In der Mitte sind diese Ender-Chests, die sind ziemlich OP befüllt. Aber auch nicht so OP, dass es sich nun lohnt, direkt darauf zu gehen. Ja, es ist immer... Kommt drauf an, welche Klasse man spielt. Oh, Baller. Wow, wie schnell war der? Hat der Enderperle geworfen? Jetzt schießt er gleich. Ja, guck, da ist wieder seine Enderperle. Wow. Wow, der ist hier richtig gut. Lol, okay, der hat noch eine Enderperle überhaupt noch. Oh, jetzt hat er sich schnell töten. Ja, der war so dumm. Oh mein Gott, ich kann mein Glück gar nicht fassen. Sharpness 3, okay. Oder warte, war das überhaupt Sharpness? Ja, holy shit. Wie OP ist das bitte? Okay, der war ja mal so schlecht. Der muss sich auch so gedacht haben. Nein, fuck. Der ist locker tilted for life, ohne Witz. Oh, ich komme gar nicht hinterher. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Runde spielt? Irgendein Survival Games oder so, wo dann so 1000 Items sind. Ihr könnt euer Inventar gar nicht so schnell sortieren. Und dann kommt meist jemand und staubt euch ab. Und das hasse ich. Okay, der nächste, der letzte, ist irgendwo hier, 73 Blöcke entfernt. Na, dann können wir nochmal über die anderen Kids reden. Es gibt den Swordsman. Der ist halt mehr so auf Nahkampf. Es gibt den Guardian. Der hat halt sehr viel Rüstung. Und so weiter. Das ist der letzte Typ. Er ist gar nicht so gut equipped. Das ist mein Glück. Okay, mein Pech. Ich bin dumm. Leute, ich hasse mich. Ich hätte einfach nur raufschlagen müssen, mal ganz ehrlich. Ich bin so dumm, oh mein fucking Gott. Das war überhaupt nicht taktisch. Ich hätte einfach rauf und schlagen müssen. Weil er war von Rüstung hier unterlegen und mein Gott, mein Schwert hat Sharpness 3 gehabt. 9,75 Base Damage. Ich meine überhaupt Damage, Base Damage ist Eisenschwert, ich glaube 6. Ich hätte einfach aufschlagen müssen, das war jetzt ein richtig großer Fail. Oh, wir spielen nochmal dieses Kit. Okay, das Video wird mal wieder länger, als ich es erwartet hätte, was natürlich auch wieder toll ist. Aber auf jeden Fall wollte ich ja auch nochmal, worüber ich überhaupt eigentlich reden wollte, warum kaum Videos kamen. Und das ist im Prinzip ziemlich simpel. Ich bin erstens ein sehr fauler Mensch und zweitens habe ich beschlossen... Oh. Nur noch, oder was heißt, habe ich beschlossen, nur noch Videos zu machen, wenn ich Bock drauf habe, weil in letzter Zeit, ich will nicht sagen, dass ich keinen Bock darauf habe, Videos zu produzieren, es ist nur einfach, dass so ein paar Dinge mich in letzter Zeit ziemlich, ja, runterziehen, sag ich mal, und dann habe ich nie so Bock, irgendwas zu machen, vielleicht kennt das jemand. Ab und zu hat man einfach so gar keinen Bock auf gar nichts. Und das war jetzt halt mal so eine Zeit lang und dann habe ich einfach nichts produziert und ja, habe auch kein Statement-Video dazu gemacht, so einfach mal nichts hochgeladen. Es tut mir leid, Leute, ich bin ein Assi.
So, wir haben den Speed-Effekt bekommen. Und hauen ihn um. Obwohl, diesmal hat es sich gar nicht so angefühlt, als hätte überhaupt was gebracht. So, Strange Potion. Das ist vom Dingens-Kit. Na. Vom Swordsman-Kit. Das startet mit dem Eisenschwert und so einem Strange Potion. Und ich bin down. Vielen Dank für das Knockback. So, wir geben jetzt auch Cleric nochmal eine Chance. Die anderen Kits habe ich noch nicht so gut eingestellt, dass ich damit gut umgehen könnte. Deshalb spiele ich nur die beiden. Ich habe jetzt eigentlich mal wieder Lust, ein paar Videos mehr zu produzieren, vom Ding her. Aber, nee, nichts aber. Ich werde jetzt auch mal wieder ein paar mehr produzieren. Nur das Ding ist, wenn ich keine Lust drauf habe, dann werde ich es auch nicht machen, denn für mich persönlich ist YouTube immer noch logischerweise Hobby. Ja. Oh. Ich habe das Glück, dass ich nicht täglich Videos hochladen muss, um davon leben zu können. Dieses wundervolle Glück haben ja manche andere YouTuber, die das zum Lebensunterhalt machen. So, wir sind nicht mehr das Snowman-Dingens-Kit, das Frost-Knight-Kit, deshalb kriegen wir keinen Speed-Effekt. Wir hauen ihn aber mal trotzdem runter, weil wir Lust drauf haben. Und ja, das kann weg. Auf Level 0 ist das Buch bei dem Kit eh scheiße. Das kriegt bei Level Max noch Sharpness 5, wodurch es sogar ein Tick stärker als ein normales Eisenschwert ist. Und ab da an ist es worth it, das als Waffe zu benutzen, vorher jedoch nicht. Der Typ hat einen Bogen, deshalb habe ich keinen Bock auf den. So, komm. Und ich habe ihn wieder um 2 Herzen geheilt. Komm schon, wieder 5 Sekunden rauszögern, wieder 2 Herzen. Ein Herz, fail. Habe ich schon. Du, ich zögerst gern für dich raus. Ich regeneriere durchgehend. So, ich bin schon wieder voll, deshalb werfen wir mal eine Enderperle gleich. Ja, der ist nur noch bei 5 Herzen gewesen. Gerade eben. So, und das wäre jetzt unser Sieg. Dafür mussten wir es... Oh, der schießt mit Feuerkugeln. Dafür mussten wir es nur rauszögern. Mehr mussten wir nicht machen. Den zögern wir jetzt auch schön wieder raus. Ich bin noch nicht ganz voll, du bleibst doch mal schön. So, und jetzt... Jetzt stirbst du schön. Dieses Kit ist schon so ein bisschen OP. Hopp! Welcher ist er? Jetzt müssen wir uns erstmal wieder sammeln, obwohl da schon der nächste Gegner. Jetzt spawnt er eine Blaze. Also Dia-Sachen, Dia-Sachen, Eisenbrust. So, du kommst jetzt mal her. Ist das schon der letzte? Nee, natürlich nicht. Der wäre jetzt einfach. So, einer noch. Der ist sicherlich in der Mitte, da kann man echt drauf wetten. Oh, er fällt in den Abgrund. Er hat die Enderperle geworfen. Ich habe keine Enderperle und kann nicht follow-upen. Und er hat einen Feuerschussbogen, geil. Okay, wir equippen uns lieber noch ein bisschen. Ah, ohne Witz. Ich muss die Kämpfe zwar rauszögern mit diesem Kit, aber ganz ehrlich, das Schneiden macht dann keinen Spaß, wenn man dann immer möglichst die besten Momente nur haben möchte. So, komm her. Muss rauszögern. Oder ich habe mich geheilt. Oh mein Gott, ich habe mich voll geheilt. Komm her. Oh mein Gott, was waren das für Healpots? Der hat jeder irgendwie 4 Herzen geheilt. Richtig OP. Okay. Okay, Endertruhen sind schon echt wert. So, wir haben 12 Playpoints bekommen. 18 von 12 haben wir wieder eine Karte. Wir haben jetzt zwei Cardpacks. Die können wir hier öffnen. Oh, neu. Enderman. Ich habe jetzt natürlich schon fast alle. Wir haben hier bekommen Hearty Start, Absorption 1 für 30 Sekunden, wenn das Spiel losgeht, kann man jetzt auch upgraden, weil ich habe 4 Duplikate bekommen und 2 braucht man jetzt gerade zum Upgraden, dann machen wir es mal. 35 Sekunden, okay, jetzt haben wir es geupgradet. So, das neue ist Enderman 1, ich denke mal, man spawnt mit Ender Eye. Und Invisibility habe ich gerade ein Duplikate bekommen. Man startet mit 20 Sekunden kompletter Unsichtbarkeit, sprich auch Rüstung. Das ist auch ganz lustig. Habe ich damals immer mit Frostmage gespielt, aber mittlerweile habe ich den ein bisschen anders aufgebaut. Nämlich, dass ich eine 31%ige Chance habe, im Truhen Äpfel zu bekommen, goldene Äpfel, dass ich mit einem weiteren Snow Golem starte
und Headstart, sprich 40 Sekunden lang Speed 1 am Anfang des Games. Mit dem Frost Knight gehe ich tatsächlich immer auf direkt in die Mitte. Und das ist es halt, dass man sich verschiedene Kits mit Karten zusammenstellt, dass man verschiedene Taktiken hat und sich denkt, okay, mal spiele ich jetzt so, mal spiele ich so. Das ist auch immer sehr Map-abhängig, welche Map-Karte spielt man auch anders. Und das Video ist wieder viel zu lang geworden. Ich versuche wieder mehr Videos zu machen, aber ja, wie gesagt, nur wenn ich Bock habe. Und das ist eigentlich schon die gesamte Aussage von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein erster Einblick. Ah, und jetzt, wo ich es gerade sehe, ich es vergesse. Ich habe den Sky King Banner. Das ist eine Belohnung, die man bekommt, wenn man Hypixel Level 100 erreicht. Ich bin jetzt schon Level 102. Gratulation an mich selbst. Vielen Dank für die Blumen. Das wollte ich noch sagen. Und dann würde ich jetzt, ja, mich verabschieden. Haut rein. Tschö. Abonnier mich.